Nach einem Würfelspiel mit einer belebten Puppe sowie der Flucht vor dem sicheren Tod stehen wir hier nun an einem weiteren Schrein, meine liebsten Leute, und wir zweifeln ein wenig selbst an uns, an unserer Fähigkeit und ob wir in der Lage sind, uns überhaupt noch zu retten. Ja, doch diesen Zweifel wollen wir bereinigen, und zwar jetzt, in der nächsten Folge von Homusubi. In der vierten Folge soll es nämlich jetzt weitergehen, und schön, dass ihr eingeschaltet habt, das freut mich ungemein. Und ich guck mal, ich glaube, wir können hier weiter, ne? Oh, was ist das für ein Ort? Hm? Ah, wir sind wieder an dem Ort zurück, von dem aus wir gestartet haben. Hier haben wir die Kraniche auf diesem wunderschönen Wandgemälde. Ich gehe mal, glaube ich, lieber hier nach rechts. Oh, eine schwarze Katze verfolgt uns mit ihren Augen. In der westlichen Hemisphäre ist eine schwarze Katze natürlich ein Symbol für Unglück. In Japan ist das ein bisschen anders. Da kann man sich auch gerne mal drüber freuen, wenn das schwarze Kätzchen einem hinterherläuft. Und hier der Fujisan. Der Mount Fuji. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, ich glaube, wir müssen irgendwie nur hier rauskommen. Hier haben wir jetzt Koi oder... Nee, das sind keine Koi, das sind Kingyo, Goldfische, ne? Hä? Wo führt es uns hin? Nach links von der schwarzen Katze vielleicht südwärts gehen? Oder hier von den Goldfischen südlich gehen? Dann werden wir... Hier und dort ist was zu finden. Ein Licht strahlt aus dem Schrein heraus. Ich fasse ihn an. Und wir haben ein warmes Gefühl gefühlt und unsere Wunden sind verschwunden. Da speichern wir drauf. Mann, witzig, das ist fein. Können wir jetzt hier weitergehen? Oh nein, dann sind wir wieder... Oh Gott, ja, gut. Alles klar. Ich gehe dann mal wieder. Nicht da lang, sondern hier. Also das war scheinbar der falsche Pfad. Hätten wir durchschreiten müssen? Ach Mann. Durchschreiten einfach gen Norden. Wahrscheinlich wäre das der richtige Weg gewesen. Muss ich erstmal wieder so weit kommen. Hier? Ja, ja, genau. Hier dann wahrscheinlich. Oh! Dieser Ort ist ja wie ein Labyrinth. Das ist ja verwirrend. Ja, aber wir haben es ja trotzdem nicht geschafft. Wir sind hier bis hier hängen gekommen. Letztendlich. Wollen wir weitergehen, Issa? Warte, Uchina. Wie lästig. Dann lass uns fliehen, Issa. Können wir überhaupt entkommen? Um Gottes Willen. Also bist du endlich so weit gekommen, bis hierher. Alles klar. Wir können nicht zulassen, dass du uns hier noch aufhältst. Uchina, renn schnell. Versuch ihn aufzuhalten. Ja. Oh oh. Sackgasse. Doch was passiert nun? Hm? Was in aller Welt bist du? Die verschmutzten Kreaturen. Hm? Ein Einwohner des Himmels. Ah, du hast es geschafft. Bist so weit gekommen bis hierhin, oh Menschenkind. Hm. Also, lasst uns voranschreiten. Auf zum Himmel. Endlich bin ich hier. Issa! Ey, bitte, nimm auch mich mit. Ich hab's geschafft. Ich bin endlich so weit gekommen. Ist es okay? Darf ich mit? Du. Oh, du bist selbst im Himmel eine Berühmtheit. Du Gott der Krankheit. Oha, das ist aber eine Drohung. Du, der du den Tod mit dir bringst auf dem irdischen Weltenkreis sozusagen. Dass du so weit gekommen bist,
ist schon wirklich ein Witz. Scherzhaft, humoristisch, mag man meinen. Was hat das zu bedeuten, Isa? Dass du in den Himmel emporschreitest, das ist durchaus sehr absurd. Du kannst von hier aus nicht mehr in den Himmel gehen. Ein Leben lang bist du auf Erden verdammt, die Strafe auf deinen Schultern zu tragen. In dem Dorf, in der Heimatstadt von auch China. Ich bitte dich, im nächsten Leben wollte ich doch... Hast du etwa schon deine Sünden vergessen? Deine eigenen Sünden? Du musst wissen, jetzt, in diesem Moment, egal wie viel Zeit auch vergangen sein mag, du darfst dich nicht mehr trennen, ja? Du kannst dich nicht mehr trennen. Das Irdische hat so viel Schmutz auf dir hinterlassen, dich verdorben. Sodass die Verschmutzung selbst Mensch und Land verrotten ließe. So furchtbar. Bitte, das können Sie doch nicht tun. Warum sagen Sie sowas Schreckliches zu Isa? Was Schreckliches? Das sind die Worte von jemandem, der keinerlei Ahnung hat. Sonst wäre das nicht möglich, dass du sowas sagst. Und darüber hinaus... Jetzt, wo du weißt, dass du von ihm betrogen wurdest, bist du immer noch dabei, ihn zu schützen, oder was? Dieser Mann wird nicht mehr in den Himmel hinaufschreiten können. Ursprünglich hätte er auch eigentlich gar nicht bis hier hinkommen können. Doch nun ist er hier. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er dich benutzt hat. Ich möchte es dir noch einmal, also sagen, er hat dir eingeflüstert, seine süßen, netten Worte. Hat gesagt, er würde dich führen, hierher bringen. Lediglich wollte er dich nutzen, um in den Himmel zu gelangen. Nun bist du hier. Für mich ist es ein leichtes, dass er jetzt auch hier ist. Das kann ich nutzen. Ich wurde benutzt? Isa... Ohina, es tut mir leid, ich hab dich benutzt. Also, das war es mit unserem Gespräch. Weiter müssen wir nicht reden. Die Plauderei ist hier zu Ende. Himmel. Was ist los? Die Verschmutzung in der Vorhölle. Scheinbar hält der Körper des göttlichen Wesens nicht mehr aus. Hinauf, steigen. Oh Gott. Was ist jetzt? In das Gefahr... Wir könnten schaffen, wenn wir dort lang gehen. Isa, komm! Ohina! Schnell! Wenn wir schon so weit sind, dann... Menschenkind! Hm? Nein, hör auf! Ah, okay! Entschuldigung, Löcher! Ah, wie soll ich denn diesen Löcher denn gehen? Boah, ich wurde von dem Teil gezwickt, das ist ja furchtbar. Während seine sakrale Musik hier vom Band abläuft, ist ja furchtbar, ehrlich. Ah nein! Alter, hier unverletzt durchzukommen ist ja fast nicht möglich, oder? Wobei doch, wir haben es fast geschafft. Menschenkind! Ruft das Wesen. Oh, du bist dabei zu gehen, doch du wirst sehen, die Verschmutzung wird euch einholen. Es wird der Untergang. Oh. Und jetzt? Ah, das stehen wir.
Wir haben es geschafft, es ist weg. Gott sei Dank hat es uns nicht gefunden hier. Ich bin gerannt wie wild. Und auf einmal sind wir an einem anderen Ort. Isa. Es tut mir leid, Ohina. Es ist wie das göttliche Wesen schon gesagt hat. Ich habe dich betrogen. Ich habe dich ausgenutzt. Ich habe gesagt, ich würde dir einen Weg zeigen, um dich zurückzuführen in die ursprüngliche Welt. In den Himmel wolltest du? Ja, ich wollte. Ich war alleine. Ich konnte alleine nicht zum Himmel gelangen. Deshalb habe ich dich genutzt, Ohina. Du, da du dich hier in der Vorhölle verloren hast. Was ist der Grund, dass du so gerne in den Himmel möchtest, Isa? Es gibt eine Person, einen Menschen, mit dem ich einen Pakt geschlossen habe. Ich habe ihm was versprochen. Ich will ihn unbedingt treffen. Diese Person ist jetzt gerade im Himmel. Und ich habe gesagt, egal was ich auch auf mich nehmen muss, was ich auch tun muss, wenn ich es schaffe, in den Himmel zu kommen, dann werde ich es tun. Das hatte ich mir gedacht, aber ich... Was soll ich? Was habe ich getan? Das warte kurz, was du gesagt hast, war Isa. Du hast dir Gedanken gemacht, denn du, dass du mir helfen wolltest, in die ursprüngliche Welt zu kommen. Dann gibt es also auch einen Weg, dass ich dir dabei helfen kann, dich in den Himmel zu bringen. Ich will dir helfen. Wenn du dich dem Himmel nicht nähern kannst, dann scheint es doch gut zu sein, wenn ich an deiner Seite bin und dir den Weg eröffne. Was sagst du? Ich hab dich doch betrogen. Nun, Großmütterchen hat mir immer gut gesagt. Hinako, wenn du Angst hast und weinst, dann ändert das nichts. Als ich gehört habe, dass du mich genutzt hast, Isa, da war ich ziemlich sauer und ziemlich traurig. Ich dachte mir, warum macht er das? Waren das alles nur Lügen? Das dachte ich mir. Aber jetzt muss ich sagen, all das, was ich dir vorher gesagt habe, den Dank, meine Gefühle, meine Worte, all das war auch wahr zugleich. Wenn du, Isa, mich genutzt hast, um ein wichtiges Versprechen zu halten, dann muss dieses Versprechen so wichtig sein. Ja? Und dennoch hast du eben gerade versucht, mich aufzuhalten, kurzzeitig. Ja? Das heißt, ich bin dir auch wichtig. Ich denke, all das, was du gesagt hast, war ein Zeichen deines guten Herzens, Isa. Deshalb will ich alles daran setzen, ja? All das tun, was ich tun kann. Denn nur durch Wein kommt man nicht weiter. Ich will zurück zu mir nach Hause. Und ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Isa-san. Du hattest mir doch gesagt, dass unser Treffen hier schon eine schicksalhafte Verbindung ist, nicht wahr? Alleine komme ich hier nicht raus. Ich würde nicht voranschreiten können. Deshalb bitte ich dich, leih mir deine Kraft, Isa. Ohina. Eine schicksalhafte Verbindung, nicht wahr? Also, es ist so. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht leicht zurück... dass die Rückkehr nicht leicht ist, nicht wahr? Aber das heißt nicht, dass es keinen Weg gibt. Auch das habe ich gesagt. Das ist die Wahrheit. Wenn es dir recht ist, mit mir weiterzureisen, dann würde ich alles daran setzen, dir zu Hilfe zu stehen. Denn das ist ursprünglich meine Aufgabe auch gewesen. Deine Aufgabe? Ja, in deiner Heimatstadt, als Schutzgottheit. Man muss sagen, in eurer Welt, in der Welt der Lebenden, da bin ich der, für den man mich hält, und zwar bin ich eine Schutzgottheit eines Dorfes. Ich denke, es bringt nichts, das alles jetzt hier zu sagen, denn hier bin ich lediglich eine Gottheit des Übels, des Unheils. Eine Schutzgottheit unseres Dorfes? Heißt das, du bist Isa-san? Es ist so, wie du denkst. Ich bin der,
den ihr als Tokigami bezeichnet. Das bin ich. Du bist wohl sehr enttäuscht, nicht wahr? Dass die Gottheit, die in deiner Heimat wohnt, so ein Mann ist wie ich. Wahnsinn, Wahnsinn, dass ich den Tokigami-sama einmal mit meinen eigenen Augen sehen würde. Wenn meine Großmutter das gewusst hätte, was würde die wohl sagen? Du bist ja der berühmteste überhaupt, den ich jemals kennenlernen durfte. Das ist ja unglaublich. Kriege ich dein Autogramm oder sowas? Aber ich habe hier kein Papier gehabt, also kein Stift. Herr Tokigami-sama. Oh, Hina, du bist schon eine wirklich seltsame Gestalt, ein seltsames Mädchen. Obgleich ich dich betrogen habe, fragst du mich um meine Mithilfe, ja? Obgleich du mich eigentlich hassen solltest, bist du auf einmal voller Kraft und Stärke, obwohl du Angst hattest. Und jetzt, wo du das erste Mal einen Gott siehst, willst du sein Autogramm haben. Ja, ich sehe es. Ihr Menschenskinder, ihr seid schon eine sonderbare Sonderhaftigkeit. Gierig, unersättlich. Und auch letztlich so kaputtbar, ja? So kaputtbar, also trotz, also so, hält nicht viel aus, letztendlich aber auch sehr mutig. Und das ist das, was so liebevoll ist. Herr Tokigami-sama? Nenn mich Issa. Ich möchte dem Herrn Tokigami-sama... Issa. Issa-san. Ja, ja. Ich denke mal, diesen Namen, der mir so oft zugetragen wurde, ja? Der Name Issa passt doch viel besser, nicht wahr? Ich möchte von dir, du bist ja so niedlich, ja? Von dir möchte ich so genannt werden. Verstanden. Also gut. Was die Rückkehr in das Diesseits anbelangt. So, hast du doch gesagt, dass du durch die weißen Todi geschritten bist, um herzukommen, nicht wahr? Und es ist die Linie, die Grenze sozusagen, diese weißen Todi zwischen dem Diesseits und der Welt hier. Das heißt, kurzum, wenn man noch einmal durch diese Todi schreitet, kannst du die Grenze wieder überschreiten. Das ist der einzige Weg, es zu tun. Und das so schnell wie möglich. Denn auch wenn du die Grenze überschreitest und in das Diesseits zurückkehrst, dann kann es sein, dass dein Körper nicht mehr übrig ist, sondern nur noch deine Seele es ist. Du musst zurückkehren, bis solange dein Körper noch existiert. Verstanden. Ich bin zwar nicht gut im Laufen, aber ich werde mein Bestes geben. Das ist gut. Das solltest du. Das einzig Schwierige ist der Ort, ja? Denn wir müssen gucken, irgendwo sollen ein Todi sein, aber wo genau, das weiß ich nicht. Und wir müssen auch einen Weg finden, um in den Himmel zu kommen. Ich glaube, es gibt schließlich keinen Weg, einfach von hier aus unsere Suche zu beginnen, nicht wahr? Also dann, Eile mit Weile, wir geben unser Bestes und werden es versuchen. Ochina, wenn es dir passt, würde ich noch einmal, dich bitten, würdest du wirklich mit mir zu Fuß den Weg durch die Vorhölle wagen? Ja. Ja, das ist aber mal ein ganz klares Eingeständnis. Hier haben wir noch ein Buch, die Geschichte von den Ameisen und der Gottheit, Part 2. Und da steht wie folgt geschrieben. Kein Ort mehr zur Rückkehr, keine Kameraden, die Häuser alle verloren. Die Ameisen, die überlebt haben, wurden erfüllt von so tiefer, tiefer Traurigkeit. Und so haben sie nicht mehr, die Ameisen, die übrig blieben, keine neuen Häuser aufgebaut und auch kein neues Essen mehr gesammelt. Und deshalb haben sich so die Gedanken gemacht, warum? Sie haben statt zu arbeiten, haben sie gedacht, warum hat die Gottheit ihnen nicht geholfen? Wir erinnern uns, die Gottheit hat ja beim Regenfluss immer den Regenschirm aufgespannt. Das war aber dann auf einmal nicht der Fall. Sie liebten die Gottheit doch so sehr.
und konnten ihr deshalb nicht die Schuld geben. Sie haben also jemand anders ausgesucht, um ihn als Schuldigen zu betiteln. Und das war jetzt nicht der Regen und auch nicht die Gottheit. Es waren die eigenen Kameraden, die sie beschuldigt hatten. Die befreundeten Ameisen. Es waren die, die sich am besten mit der Gottheit verstanden hatten. Sie sprachen mit der Gottheit und hatten so viel Freude offenbar. Und das sahen die anderen Ameisen. Und waren wahrscheinlich eifersüchtig dann. Und so kam eines nach dem anderen. Ist die Gottheit womöglich bei schlechter Laune? Wir müssen irgendwas da tun wegen der Laune der Gottheit. Dann müssten wir die Gottheit mit den Ameisen, die sich am besten mit ihr verstehen, zusammentun. Das heißt, wir müssten die Ameisen, die sich mit der Gottheit am besten verstehen, als Opfer darbringen, dachten die Ameisen. Und die Fortsetzung gibt es später. Gott, das wird ja ganz schön düster. Das wird ja ziemlich düster hier. So, da haben wir noch eine Spinnenlesung, wunderschönes. Hier sind Kimono drin mit verschiedenen schönen Mustern. Ganz viel Krempel auch noch. Hier hat man unter anderem Kompeto, also Konfekt. Und auch Senbei, sprich Reiskräcker und so weiter und so fort. Alles hier drin. Das ist ja praktisch. Noch praktischer ist die Tatsache, dass wir hier uns in Licht baden können, uns heilen dürfen und dann auch zugleich speichern. Denn nach der Flucht vor der göttlichen Erscheinung sowie diesem Gespräch mit Isa, sag ich, das war's gewesen. Beim nächsten Mal geht es natürlich weiter hier bei Omusubi. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja jetzt nochmal in der Kommentarzeile schreiben, was haltet ihr denn von der guten Hinako, dass die mit solch einem reinen Herzen hier vorangeht. Und auch noch ihr Spruch, der ja wirklich bestärkend ist. Was bringt es zu weinen und nichts zu tun? Da hat man ja letztendlich nichts von. Einfach immer weitermachen. So, das sei gesagt. Dann könnt ihr nochmal auf den sozialen Medien gucken. Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, bitte abonniert und aktiviert die Glocke. Und tragt dieses Video weiter unter diese Videoreihe. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und bis dann, passt genau auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.